So, hallo. Ha, einer kommt noch. Willkommen zur sechsten Übung in Algorithmen 1. Ich habe heute ganz viele Beispiele zum Algorithmen durchrechnen dabei. Eine Sache noch. Heute kommt das letzte Übungsblatt raus. Es gibt mehr Punkte aufs letzte Blatt. Ja, ganz einfach, wir sind nächste Woche nicht da, also ich zumindest. Und genau, jetzt habe ich ein 21-Punkte-Blatt gemacht, das ist das letzte. Die Abgabe ist aber auch rausgezögert, also man kann es dann freitags, mittags abgeben. Freitags 15 Uhr. Aber es sieht ja dann auf dem Blatt, also es ist quasi mal 2 Tage mehr Zeit. Genau, ein großes letztes Blatt. Gut. Gibt es sonst noch? Also heute machen wir ein Beispiel. Zu Dijkstra und zu Bellman-Ford. Also zweimal kürzeste Pfadalgorithmen, einmal durchspielen. Wie funktioniert es? Wie sieht es konkret aus? Dass man eine Vorstellung davon kriegt, was der Algorithmus tut. Dann haben wir noch Algorithmen zu minimalen Spannbäumen. Zur Bestimmung von minimalen Spannbäumen kennengelernt. Jawik, Prim und Kruskal. Die spiele ich auch mal kurz an einem Beispiel durch. Dann haben wir ein Thema, das ist übungsexklusiv. Algorithmen zu Steinerbäumen. Die sind verwandt mit minimalen Spannbäumen. Die Bestimmung von Steinerbäumen ist ein bisschen komplexer als die von minimalen Spannbäumen. Da schauen wir uns auch ein Beispiel dazu an. Einfach so als Gedankenspiel, Training. Genau, und dann sage ich noch ein bisschen was zum Traveling Salesman Problem am Schluss. Da hat Carsten, glaube ich, auch schon damit angefangen. Dazu kommt dann in der letzten Übung dann nochmal mehr. Ja, Dijkstra. Haben Sie es noch im Kopf, wie der Algorithmus aussieht in der Vorlesung? Dijkstra ist, wir haben hier in so einem gerichteten Graphen einen Startknoten und dann fangen wir an, eine Breitensuche zu machen. Also wir suchen so die Nachbarschaft ab. Wir haben gleichzeitig so eine Prioritätswarteschlange, Q. Die ist hier auch auf den Folien mit dabei, wenn wir jetzt gleich anfangen, den Algorithmus durchzuspielen. Kann man sehen, können wir zuschauen, wie sich diese Q verändert. Diese Prioritätswarteschlange sortiert erreichbaren Knoten nach ihrer Distanz, aktuell berechneten Distanz. Gibt uns immer so den nächsten Knoten dann raus. Und wir haben sozusagen eine aktuell berechnete Distanz zum Startknoten. Und was dann am Ende bei Dijkstra rauskommt, wir haben zu jedem Knoten den kürzesten Abstand, also wir kennen von zu jedem Knoten den kürzesten Abstand vom Startknoten. Wenn wir uns noch so Rückwärtszeiger mit dazu merken, dieser Parent-Zeiger, können wir sogar den kürzesten Pfad rückwärts wieder ablaufen. Und das macht Dijkstra einmal parallel, also für jeden Knoten im Startknoten. So, fangen wir mal an. Also wir haben eben einen Startknoten, das ist, so wird initialisiert. Also der Startknoten ist, kennzeichnet sich dadurch, dass wir da als erstes eine Null reinschreiben und dann haben wir hier so ein Symbol unendlich. Und wir haben eben in unserer Queue, haben wir erstmal den Startknoten drin. So fangen wir an. So, dann geht's los. Dann schauen wir uns, holen wir uns quasi diesen Startknoten raus und schauen uns die Nachbarschaft von S an. Und können jetzt erstmal für die Nachbarschaft von S kürzere Wege bestimmen. Ja, also H ist von S aus garantiert besser erreichbar als unendlich, ja, also 20. Dann haben wir hier eben eine bessere Distanz auch zu E gefunden, 10. Und hier auf die Distanz von C zu S gibt es auch ein Update. Schreiben wir jetzt hier die 1 rein. Gleichzeitig packen wir hier die Nachbarschaft in unsere Prioritätswarteschlange. Prioritätswarteschlange heißt hier, die sind
sortiert nach dem aktuellen, nach der aktuellen Distanz zum Startknoten. So, nehmen wir uns den nächsten raus. Jetzt haben wir uns, ne, das C nehmen wir uns raus. Wie sich die Q verändert, schauen wir uns erst hinterher an. Ja, also bis jetzt ist erstmal nur das C weggepoppt. Und dann schauen wir uns die Nachbarschaft von C an. Nachbarschaft von C ist S, F und E. Ja, und jetzt merken wir hier gleich, das E ist sogar noch besser erreichbar. Ja? Also ich habe von, also bei C habe ich quasi drin stehen 1. Und die Distanz von C zu E ist 2. Ja, das heißt hier, die Summe von meiner eigenen Distanz plus die Distanz zu meinem Nachbarn ist dann halt hier jetzt in dem Fall 3. Und das ist auf jeden Fall kleiner als das, was vorher drin stand. Na, vorher stand noch die 10 drin. Ja, das heißt, hier gibt es ein Update auf den Nachbar E. Wir erreichen einen neuen Nachbarn. F wird jetzt hier initialisiert. Na, da war vorher noch unendlich drin. Wird jetzt hier initialisiert mit dieser Distanz 8. Aber hier 1 plus 7, 8. Genau, dann gibt es hier einen neuen Nachbarn, der in der Warteschlange drin landet. Gleichzeitig haben wir die Distanz von E aktualisiert. Das heißt, also vorher hatten wir hier drin, gucken wir nochmal, DEH in der Reihenfolge. Wir haben das C rausgenommen, E und H sind drin geblieben. Und jetzt ist noch, F dazugekommen und eben die Distanzen haben sich ein bisschen geändert und jetzt hier so sortiert, quasi E wäre jetzt der nächste Knoten, mit dem wir weitermachen. Immer so der kleinste. So, Nachbarschaft von E ist auch F. F hatten wir schon, es wird jetzt nochmal aktualisiert, also F ist jetzt dann auch nochmal schneller erreichbar hier über, nee, ist es nicht. Nee, hier gibt es kein Update über E, genau. Also es ist immer noch besser, über E zu erreichen. Oder habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Na doch, F ist besser zu erreichen. Wir sind immer noch bei C. Ah nee, genau. Das ist jetzt der kürzeste Pfad zu F. Genau, wir haben E aktualisiert, E ist erreichbar über 3. Genau, und jetzt betrachten wir die Nachbarschaft von E plus 4. Das heißt, wir erreichen F in 7 über E. Hier, wenn Sie meinen Laserpointer folgen. Genau, das wäre jetzt quasi die, was wir hier entdeckt haben. Mehr passiert hier nicht in dem Schritt. Nehmen wir uns F raus, betrachten die Nachbarschaft von F. Das wäre jetzt hier in dem Fall nur D. Und hier können wir dann auch nochmal die Distanz zu D aktualisieren. Das war vorher unendlich. Genau, das war noch nicht erreicht. Also war schon noch unendlich drin. Und da haben wir jetzt eben hier dieses F. F hat 7 plus 2. Kommen wir hier auf 9 bei D. Und D kommt gleichzeitig jetzt hier auf unser Q drauf. Hat den kleinsten Abstand. Also wird es gleich wieder der nächste Kandidat, den wir uns rausnehmen aus der Q in unserer Schleife. So, und dann gehen wir jetzt von D aus. Wie sieht es aus? Da erreichen wir jetzt ganz neue Nachbarn wieder. Eben hier bei B wird das Gewicht von unendlich auf 10 aktualisiert, bei G von unendlich auf 19 und so weiter. Soll ich noch ein bisschen weiter durchspielen? Ja, jetzt sind wir fast am Ende, jetzt war ich noch fertig. Genau, also was war in der Queue? Genau, jetzt gehen wir weiter mit B. Dann nehmen wir uns hier B raus. So, B haben wir jetzt hier grün markiert und schauen uns die Nachbarn an. A und G. G hatten wir schon mal. Das kriegt jetzt hier nochmal ein besseres Gewicht, hier 15. A hatten wir noch nicht. Da kriegen wir jetzt die 13 rein. Das wird unendlich, dann sind wir fast durch. Müssen wir hier noch die Q abarbeiten. Hier nochmal G rausholen. Da ändert sich jetzt nichts mehr in der Nachbarschaft von G. Hat ja auch gar keine Nachbarn. H hat auch keine Nachbarn. So, gut. Dann sind wir durch.
Und wenn wir uns jetzt quasi immer gemerkt haben, von welchem Knoten aus wir zuletzt aktualisiert haben, so dieser Rückwärtszeiger, können wir jetzt von jedem beliebigen Knoten aus hergehen und rückwärts laufen bis zum Startknoten und kennen den kürzesten Pfad. Das ist Dijkstra. Genau. Man kann Dijkstra noch so ein bisschen erweitern, dass es mit negativen Kantengewichten funktioniert. Aber der Original-Dijkstra-Algorithmus, so wie wir ihn jetzt kennengelernt haben, der funktioniert nicht mit negativen Kantengewichten. Denn was kann da passieren bei negativen Kantengewichten? Gut, ich komme halt immer tiefer, so der kürzeste Weg wird immer kürzer. Näher mich eigentlich so minus unendlich an. Also ich laufe halt irgendwie so im Kreis. So, und das ist bei einer anderen Variante, oder nicht Variante, sondern einem komplett anderen Algorithmus, tritt dieser Fall nicht auf. Der kann quasi so von Natur aus mit negativen Kantengewichten umgehen. Bei Dijkstra müssen wir da noch ein bisschen was extra machen. Genau, und die Idee von diesem Algorithmus von Bellman und Ford basiert darauf, dass man durch alle Kanten läuft, und zwar Anzahl der Knoten mal. So, also ich habe n Knoten und n Kanten. Jetzt laufe ich n mal durch alle m Knoten durch und relaxiere. Ja, also relaxieren ist die Tätigkeit, zu schauen, habe ich jetzt eine kürzere Distanz? Wenn ja, schreibe ich die kürzere Distanz rein an den Knoten. Das ist relaxieren. So. Und falls es dann danach schaue ich nochmal, kann ich noch irgendwie weiter relaxieren, also indem ich nochmal alle Kanten durchlaufe. Und wenn man dann immer noch relaxieren kann, weiß ich, es gibt einen negativen Kreis. Das sehen wir auch gleich nochmal ein Beispiel, wie das dann aussieht. Und dann bricht eben dieser Bellman-Ford einfach ab. Also der erkennt das einfach. So, also das ist der Algorithmus. Also hier oben einmal durch alle Knoten durch, beziehungsweise nicht durch alle Knoten durchlaufen, sondern Anzahl der Knoten minus 1 mal das hier tun. Ja. Einfach random, muss nicht mal sortiert sein, durch die Kanten durchgehen, schauen, ob irgendwie der Endknoten jetzt besser erreicht wird und dann quasi so ein Update auf dieses. Auf diesen Distanzarray fahren. So. Ja. Und ganz am Ende, also dann, wenn ich n-1 mal durch bin, dann mache ich das nochmal, also im Prinzip nochmal das Gleiche. Und wenn dann nochmal was geht, also wenn dann nochmal was zu relaxieren da ist, dann gibt es einen negativen Kreis, dann gibt es keinen kürzesten Weg. Genau, ansonsten haben wir genau wie bei Dijkstra auch an der Stelle dann unsere kürzesten Wege berechnet. Ja, da gab es jetzt noch eine grobe Beweisskizze in den Folien, warum das funktioniert. So, dann macht man eine Fallunterscheidung so. Wie ist es, wenn es keine negativen Kreise gibt, und wie ist es, wenn es einen negativen Kreis gibt? Für den Fall, dass es keine negativen Kreise gibt, kann man sich überlegen, dass die kürzesten Wege aus weniger als n-1 Kanten bestehen oder eben genau n-1 Kanten haben. Hätten sie mehr Kanten, würde ich den Knoten mehrfach besuchen. Das ist so die Idee. Also so ein leichtes Argument auf dem Weg, wenn man einsieht. Genau, in jeder Runde wird mindestens eine Kante relaxiert. Und genau, danach ist wohl keine Verbesserung mehr möglich. Also so kann man sich das überlegen. Der zweite Fall ist hier, wenn es einen negativen Kreis gibt. Und Moment. Jetzt muss ich mir das auch nochmal durchlesen. Lesen Sie auch mit mir zusammen aufmerksam durch. Genau.
Also wir haben quasi in der Endenrunde auf jeden Fall ein Gewicht, kleiner unendlich. Wir haben sie alle mal besucht. Ja? Das ist hier die erste Äußerung hier. Hier dieser negative Kreis C, der hat im Prinzip Knoten. Die haben alle jetzt einen Abstand kleiner als unendlich, weil wir sie schon mal besucht haben, alle schon mal relaxiert. Die Ente-Runde ist quasi die, in der wir quasi auch feststellen, da gibt es einen Kreis. Und in der Runde gilt dann eben, dass wenn ich jetzt nochmal quasi was drauf addiere, aus diesem negativen Kreis wird es für diese Knoten quasi immer kleiner. Ich zeige das Beispiel, ist besser so zu erklären. Also hier sieht man diesen Initialisierungsschritt bei Bellman Ford. Also sprich, wir haben hier dieses Array wieder, wo wir überall ein unendlich draufpacken. So, sind alle unendlich weit weg erstmal vom Startknoten und gucken mal, geht es noch besser. So, wir fangen bei 0 an, hier beim Startknoten. Und Bellman Ford geht jetzt einfach durch die Kanten durch. Ganz stupide. Und dann schauen wir irgendwie, ist DB plus 4 kleiner als DA. Und dann relaxieren wir, ansonsten machen wir nichts. Und das Ganze machen wir halt einfach jetzt hier in dem Fall viermal. Ne? N minus 1 mal. Es gibt 5 Knoten. Jetzt müssen wir viermal alle Kanten durch. So. Hier unendlich plus 4 ist wieder unendlich, also da gibt es nichts zu relaxieren. Unendlich minus 1 ist auch unendlich, da gibt es auch nichts zu relaxieren. Und dann gehen wir jetzt erstmal ganz am Anfang, geht es eine ganze Weile durch, ohne dass irgendwas passiert, bis hier passiert jetzt was. Wenn wir bei dieser Kante sind, hier haben wir ja schon initialisiert mit 0. 0 plus 2 ist kleiner als unendlich, also hier wird jetzt einmal relaxiert. Nächste Kante ist, glaube ich, die letzte jetzt in der ersten Runde. Hier haben wir einen Abstand 0 zum Startpunkt. Hier wird jetzt DC relaxiert. So. Da passiert jetzt dann schon jetzt. Ah, jetzt sind wir in der zweiten Runde. Und jetzt müssen wir nochmal alle Kanten durch. Gucken. Kann man irgendwie relaxieren. Unendlich plus 4 ist niemals kleiner als 2. Nichts passiert. Hier passiert auch nichts. 0 plus 6 ist auf jeden Fall kleiner als unendlich. Also hier wird jetzt wieder weiter relaxiert. Unendlich minus 3, okay, nee, da passiert nichts. 0 minus 1, okay. Also hier wird einmal relaxiert jetzt. An der Stelle waren wir schon mal, da passiert nichts mehr. An der Stelle waren wir auch schon. Das ist fertig. So, dritte Runde. Nochmal das gleiche Spiel. Einmal durch, da passiert nichts, da passiert nichts, da passiert auch. Ah, doch, da passiert was. 0 plus 6. Ne, Moment, da passiert nichts, hier passiert was. Genau. Minus 1, minus 3 ist minus 4. Das heißt, ich erreiche diesen Knoten hier noch schneller. Jetzt laufe ich wieder rückwärts, so, vorwärts. Hier passiert nichts mehr, da passiert nichts mehr, da passiert nichts mehr. Vierte Runde. So, das ist jetzt die letzte Runde, wo eigentlich zum letzten Mal was passieren sollte. Wo zum letzten Mal relaxiert werden sollte. Da ändert sich hier gleich nochmal was, nochmal ein Gewicht hier, minus 4 plus 4 gibt 0. Hier ändert sich nochmal was. Da ändert sich nichts. An der Stelle ändert sich auch nichts mehr. Hier hat sich nochmal was geändert. Da sind wir fertig. So. Das heißt, wir sind jetzt einmal durch und jetzt sollten wir, wenn es keine negativen Kreise gibt, fertig sein. Jetzt probieren wir nochmal, ob wir wirklich fertig sind. Also probieren nochmal zu relaxieren. Also noch einmal alle Kanten durch. Da passiert nichts. 0 minus 1 ist minus 1, passiert auch nichts. Minus 1 plus 6. Ja, da passiert auch nichts mehr. Ah doch, Moment. Ah, und hier an der Stelle, genau. Minus 2, minus 3, minus 5. Okay, da passiert noch was. Also was haben wir? Einen negativen Kreis. So. Und der Algorithmus bricht ab. Also von daher, Bellman Ford kommt schon mal nicht in eine Endlosschleife, deswegen, der naive Dijkstra würde da in eine Endlosschleife kommen. Ja, jetzt nicht.
Schon mal gut, kann man abbrechen. Wie können wir jetzt diesen Kreis ausgeben? Das ist im Prinzip das gleiche wie bei Dijkstra. Also wir gucken uns einfach an, woher sind wir gekommen. Jedes Mal, wenn man relaxieren kann, speichern wir uns ab, woher kam ich, dass ich relaxieren konnte. Und habe dann eben so eine Datenstruktur, Parent von diesem Knoten. Und da kann ich dann entlang laufen. Ne? Also dann könnte ich quasi zum einen kürzeste Wege rückwärts ablaufen und zum anderen kann ich bei dem Knoten, bei dem ich quasi zuletzt meine Aktualisierung habe, also hier der B-Knoten, wo ich weiß, okay, der ist Teil eines negativen Zyklus, anfangen und eben rückwärts diese Parent-Datenstruktur ablaufen. Man kann auch noch sowas machen wie diesen Kreis mit Minus unendlich markieren. Ja, dann weiß man auch, also da gibt es keinen kürzesten Weg, weil Minus unendlich ja keine Länge ist. So, dann schauen wir uns mal an, wie das dann aussehen würde. Also wir wissen quasi, hier von B kamen wir zuletzt daher. Wir markieren erstmal hier den mit Minus unendlich. So, und Parent von B ist in dem Fall D, weil wir hier zuletzt relaxiert haben. Markieren wir auch. Dann haben wir hier Parent von D ist C, weil wir von hier aus zuletzt relaxiert haben. Markieren wir mit Minus unendlich. Parent von C ist A. Markieren wir dann auch. Und jetzt kommen wir dann quasi hier nochmal bei B an, weil Parent von AB ist. Und dann sind wir fertig. Also dann kennen wir diesen negativen Kreis. Und wenn wir den halt irgendwie entlang relaxieren, wird der Abstand immer kleiner. Gut. Das war's zu kürzesten Weg-Algorithmen. Es gibt noch den, wir haben noch minimale Spannbäume berechnet. Dazu hatten wir auch zwei Varianten. Einmal die von Janik und Prim. Das ist die, bei der man einen Baum wachsen lässt. Kein Baum, mit dem man den Regenwald retten kann, aber ein Baum, mit dem man einen minimalen Spannbaum berechnen kann. Und das andere war der Algorithmus von Kruskal. Der lässt keinen Baum wachsen, sondern der geht auch wieder so wie der andere, wie der Bellman-Ford-Algorithmus einfach die Kanten durch. Und updatet dann halt so schrittweise diesen Minimum Spanning Tree. Also bei Janik Prim kann ich ähnlich wie bei Dijkstra anfangen und einfach auf die Nachbarn schauen. Also ich fange jetzt hier, in dem Fall habe ich bei A angefangen und geschaut, welchen Nachbarn erreiche ich jetzt hier am besten. Und das war jetzt hier unter den der Nachbar C. Und von C aus schaue ich dann weiter, wen erreiche ich jetzt hier am besten? Das ist hier B. Und das geht hier einfach so durch. Und ich habe eigentlich hier direkt dann diesen Minimum Spanning Tree, den kann ich dann halt auslesen. Bei Kruskal sieht das Verfahren anders aus, weil ich da wieder einfach durch Kanten iteriere. Da sieht es halt eher so aus. Ah, stimmt, der Kruskal, der sortiert die Kanten. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Aber das wisst ihr ja alle schon aus der Vorlesung. Kruskal sortiert die Kanten nach ihrem Gewicht. Also ich fange quasi bei der mit Gewicht 1 an oder mit dem kleinsten Gewicht und arbeite mich so durch bis zum größten Gewicht und schaue halt, ob das sein kann, dass der auf dem Minimum Spanning Tree liegt. Und dann fange ich quasi hier so in der Mitte an. Das ist schon mal nicht schlecht, dieser Anfang. Und hier sehe ich dann, okay, gut, also der verbindet mir jetzt hier Knoten, die schon auf dem Minimum Spanning Tree liegen. Also das ist hier nichts. Den brauche ich auch nicht. Aber hier mit dem habe ich dann am Ende alle Knoten erreicht. Da gab es noch eine interessante Datenstruktur. Die habt ihr auch alle gelernt. Das ist der Union Set. Union Find. Union Find. Das ist ganz geschickt, um halt zu gucken, was habe ich schon. Also hier an der Stelle zum Beispiel. Muss ich ja ganz schnell rausfinden können,
Ist D schon Teil von meinem MST oder nicht? Jetzt kann ich mir natürlich so ein Array anlegen und dann immer suchen gehen. So, jedes Mal, wenn ich hier was dazu packe, schreibe ich das in mein Habe ich schon Array rein. Und an so einer Stelle frage ich dann jedes Mal, ja, habe ich den schon? Dann gehe ich in mein Array und dann laufe ich halt so durch. Dann habe ich irgendwie so einen linearen Aufwand, da muss ich suchen gehen. Bisschen geschickter ist es, wenn man eben dieses Union Find verwendet. Dann habe ich quasi von jedem, zu jedem Knoten merke ich mir einen Repräsentanten der Menge, zu der er dazugehört. Ja. Also ich fange jetzt vielleicht, wenn ich jetzt nochmal ganz zurückgehe, kann ich mich zum Beispiel entscheiden für D als Repräsentant der Menge MST, weil ich da jetzt gerade anfange. Ja. Und wenn ich dann, also am Anfang hat quasi jeder sich selbst als Repräsentant von seiner eigenen einelementigen Menge. Also einfach so ein Zeiger halt. Und an der Stelle, wo ich quasi sage, okay, E gehört jetzt auch zum MST, würde ich dann diesen Union-Algorithmus ausführen und sagen, okay, also der Repräsentant von E ist jetzt ebenfalls D. Ja? Also haben sie den gleichen Repräsentanten. Und dann kann ich quasi lokal prüfen, ne? Wenn ich das so konsequent weitermache, Repräsentant von B ist dann auch D. So, jetzt assimilieren wir hier in unserer Menge EDB noch das C. Das kriegt jetzt auch den gleichen Repräsentanten. D, ist relativ zufällig, dass das gerade D ist. Jetzt nur noch mal dazu sagen, dass es keine Missverständnisse gibt. Und dann kann ich jetzt an der Stelle eben sehe ich, okay, die haben schon den gleichen Repräsentanten. Also der Repräsentant von D ist der gleiche wie der Repräsentant von C. Also haben wir die schon als Teil unseres MST. Und dann geht es hier weiter. Gut, A hat noch sich selbst als Repräsentant gehabt, jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Ist jetzt auch D. Und gehört jetzt demnach zum MST. So funktioniert der Großkeil. Da brauchen wir auch nicht suchen gehen, sondern wir gucken einfach auf den Repräsentanten. Genau, das so viel zum Minimum Spanning Trees heute. Steinerbäume gab es nicht in der Vorlesung, soweit ich weiß. Also ich habe sie zumindest nicht gefunden in den Folien. Steinerbäume sind im Prinzip auch wie minimale Spannbäume, nur ein bisschen komplizierter zu berechnen, weil sie halt ein zusätzliches Kriterium haben. Also man möchte einen minimalen, also einen Baum minimalen Gewichts einer Teilmenge dieser Knotenmenge des gegebenen Graphen. Ja, also man kann sich vorstellen, ich habe einen Graphen mit n Knoten, aber nur n minus 10 Knoten davon, die will ich miteinander verbinden und die anderen 10 sind mir egal. Ja. Ich darf sie verwenden und das macht es kompliziert. Ja, also ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay gut, dann rechne ich halt nur mit den Knoten, die ich halt wirklich haben will und rechne einfach einen MST aus. Die zusätzliche Komplexität kommt daher, dass ich die Knoten, die nicht unbedingt draufliegen müssen, mit einbeziehen kann, um einen kürzeren Weg hinzukriegen. Na, das gibt es ja manchmal, je nachdem wie die Kantengewichte gelagert sind, dass ich irgendwie über einen Umweg einen Knoten viel schneller erreiche, als wenn ich den direkten Weg mit dem größeren Gewicht gehe. Ja? Also wir hatten irgendwie so ein Beispiel, wo ist denn das? Ah ja genau, zwischen B und E hier zum Beispiel habe ich eine Direktkante mit Gewicht 5. Wenn ich hier aber über D gehe, erreiche ich den über eine Distanz von 3. Und sowas ist auch bei Steinerbäumen möglich. Deswegen ist das Problem auch NP-vollständig, also weil die Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten oder die Lösungsmenge ziemlich groß ist, ohne dass man genau weiß, wie man die jetzt eindämmen kann, sinnvoll.
Genau, hier jetzt genau das Beispiel. Also wir haben jetzt quasi wieder unsere Knotenmenge, wie gerade eben, A bis F, und möchten jetzt einen Steinerbaum ausrechnen, der Knoten A, B, E und F einbezieht, also genau die hier oben. Ja. Und an der Stelle ist es eben so, dass wir hier diesen Umweg über das D nehmen können. Also wir dürfen D mit einbeziehen. Und das wäre jetzt quasi der minimale Steinerbaum. Oder ja, der minimale. Das minimale Gewicht für diese Aufgabenstellung. Ne? Also wir müssen ja gleichzeitig, der Steinerbaum ist derjenige, der hier dieses minimale Gewicht hat. Sonst wäre es kein Steinerbaum. Deswegen macht minimaler Steinerbaum keinen Sinn. Genau. Da das NP vollständig ist und wir keine polynomiellen Algorithmen kennen, die NP-vollständige Probleme lösen, versucht man es hier mit einer Näherungslösung. Das heißt, man bestimmt einmal die minimalen Distanzen zwischen allen Knoten und konstruiert dann einen Hilfsgraphen, mit dem man ein Minimum Spanning Tree ausrechnet. Also die Distanzen beziehen quasi die ursprüngliche Knoten mit ein, aber man nimmt sie erstmal raus und berechnet ein MST. Und dann später, wenn man den MST hat, schaut man nochmal, wie sind diese Kanten zustande gekommen und fügt die ursprünglichen Knoten wieder ein. Das funktioniert in dem Fall zum Beispiel ganz gut. Also, wenn man jetzt hier diesen Graphen hat und eben diesen Hilfsgraphen H konstruiert, der sähe so aus. Sieht man das? Also, Beispiel, ich habe es vorhin ja schon gesagt, hier diese Strecke zwischen B und E. Habe ich hier jetzt eine Kante mit 5 und hier über D erreiche ich den aber mit 3. Und wenn ich jetzt D rausnehme für meinen Hilfsgraphen, ja, also den Hilfsgraphen zu konstruieren, nehme ich quasi alle Knoten raus, die nicht Teil des Steinerbaums sein müssen, notwendigerweise. Dann habe ich hier quasi diese kürzeste Distanz schon mal eingetragen. Darauf lasse ich jetzt den MST-Algorithmus los. Und dann kriege ich den auch korrekt ausgerechnet. Ich kann dann nämlich hinterher sagen, ah, okay, diese Dreierkante, die kam ja nur dadurch zustande, dass ich hier mal einen Knoten rausgenommen habe. Und dann kann ich das hinterher übertragen. Also man geht dann nochmal rückwärts. Einmal kurz ausdünnen, MST, und dann wieder Knoten hinzufügen und schauen, ob es passt. Funktioniert jetzt in dem Fall ganz gut. Kann man sich fragen, warum macht man das nicht einfach immer so? Wieso heißt es Näherungslösung? Kann was schief gehen. Also das ist jetzt ein Beispiel, wo diese Näherungslösung nicht mir keinen Steinergraphen liefert. Kein Steinerbaum. Das ist ein Baum. Genau. Das Problem ist, also wir arbeiten mit diesem Graphen, der hat Knoten A bis E. Und unsere Problemstellung ist jetzt, einen Steinerbaum zu berechnen mit allen Knoten außer diesem E. Also den E kann man verwenden, muss man aber nicht. Wenn wir jetzt wir können jetzt erstmal so als Menschen hingehen und sagen, naja gut, also das sieht man ja sofort. Hier, wenn ich den Knoten E als Wurzel nehme, dann habe ich einen minimalen Steinerbaum mit Gewicht 19. Also ich muss den Knoten E wohl mit einbeziehen. Wenn wir jetzt aber unseren Algorithmus hernehmen, den mit der Näherungslösung, dann ist das quasi so ein ganz kleines Beispiel, wo man halt direkt sieht, dass der Algorithmus nicht mehr funktioniert. Das wäre jetzt unser Hilfsgraph, den wir bilden. Und da haben wir quasi die Distanzen zwischen A und D und B und C aufgetragen, die quasi die Summe der Kanten zu E sind, die auf dem Pfad zwischen den beiden Knoten liegen. Und hier bekommen wir jetzt halt einen ganz anderen Steinerbaum raus für den H, also für den Hilfsgraphen. Der hat jetzt nichts mehr mit dem Optimalen zu tun, das heißt, das wäre jetzt so ein Gegenbeispiel.
Ich habe einen Satz gefunden, der besagt, dass der so konstruierte Steinerbaum höchstens doppelt so schwer ist wie der minimale Steinerbaum. Ich kann es jetzt aber nicht beweisen, aber könnt es mir ruhig glauben. Wenn Sie ein Gegenbeispiel finden, gerne schicken oder sich mal einen Beweis probieren. Gut. So viel dann so Steinerbäumen. Was hat man alles? Wir hatten kürzeste Wegalgorithmen, Dijkstra, Breitensuche und Bellman-Ford einmal durch die Kanten durch. Wir hatten Minimum Spanning Trees, einmal so Baum wachsen lassen, schrittweise. Und Uskal einmal alle Kanten durch mit Union Find. Jetzt hatten wir noch diese Steinerbäume. Und jetzt kommen wir noch zu, dass ein NP-vollständiges Problem ist. Und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren NP-vollständigen Problem. Das ist das Problem des Handlungsreisenden, das Traveling Salesman Problem. Ich möchte in einem Graphen bestmöglich einmal alle Knoten abklappern. Ne? Ich habe halt hier so meine Teppiche dabei und will halt eine schnelle Route durch alle Städte, damit ich überall meine Teppiche beibiegen kann. Und am Ende will ich wieder zu Hause sein, also ein Kreis. So, also gegeben ist ein vollständiger Graph. Und wir suchen in diesem ungerichteten vollständigen Graphen einen Kreis, der alle Knoten durchläuft und dessen Länge minimal ist. Oder sagen wir, die Summe aller Kantengewichte, die auf diesem Kreis liegen. Problem des Handlungsreisenden muss sich ja nicht unbedingt, also das Kantengewicht muss ja nicht unbedingt eine Wegstrecke sein. Das kann ja alles Mögliche bedeuten, je nach Anwendungsfall, den ich gerade vor mir habe als Informatiker. Das Problem ist NP-vollständig, normalerweise. Man kann das allerdings vereinfachen, das Ganze, indem man sagt, die Dreiecksungleichung gilt. Und die Dreiecksungleichung besagt im Prinzip genau das, was wir vorhin, so ein Fall, wie wir es vorhin in unserem Beispielgrafen hatten, nicht eintritt. Nämlich, dass man über einen Umweg oder über einen zusätzlichen Knoten eine schnellere Strecke zustande bekommt. Also wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe zu dem Graph, ich verbiete jetzt quasi sowas. Dass ich quasi E über D schneller erreiche oder mit einem geringeren Gewicht in der Summe erreiche, als direkt über B. So. Das würde im Übrigen auch dieses Steiner-Graph-Problem total einfach machen, weil dann würden wir halt einfach keine zusätzlichen Knoten mit einbeziehen müssen, weil es halt nicht sein kann, dass ich über einen zusätzlichen Knoten eine kürzere Strecke hinbekomme. Für den Fall, dass er vollständig ist. Gut. Und in dem Fall, genau hier, ach ja, da ist er ja nochmal, da hätte ich gar nicht so weit zurücksteppen müssen. Also in dem Fall ist die Dreiecksungleichung nicht erfüllt, habe ich gerade eben schon gezeigt. Also hier, ich erreiche E von B aus direkt mit 5, über D mit 3. Also das, da gilt schon mal diese Dreiecksungleichung nicht mehr. Jetzt gibt es hier eine Behauptung, die muss ich mir jetzt auch nochmal durchlesen. Ah ja. Genau, kann man das einsehen. Also das Gewicht vom optimalen Kreis durch einen ungerichteten vollständigen Graphen, in dem die Dreiecksungleichung gilt. Ja. Gewicht von dem ist größer gleich dem Gewicht vom Minimum Spanning Tree und kleiner gleich dem doppelten Gewicht des Minimum Spanning Trees im gleichen Graphen. Das ist schön, wenn man sowas abschätzen kann manchmal. Da macht man sich häufig das Leben leichter oder die Algorithmen schneller. Wenn man sinnvolle Abschätzungen an der richtigen Stelle einsetzt. Und jetzt gibt es hierfür eine Beweisidee. Die möchte ich euch noch kurz zeigen. Also,
Das eine ist, wenn ich bei der optimalen Lösung des Traveling Salesmans Problem eine Kante weglasse, kriege ich einen Minimum Spanning Tree. Das heißt, das Gewicht vom Minimum Spanning Tree ist kleiner oder gleich groß wie das vom TSP. Da haben wir quasi die erste Ungleichung gezeigt. Das andere ist, wenn ich einen Minimum Spanning Tree entlang laufe, doppelt, also ich laufe einmal durch, das ist ein ungerichteter Graph, das heißt, ich kann dann am Ende, wenn ich im Spanning Tree ein Blatt erreiche, kann ich wieder hochlaufen und halt so die ganzen Blätter ablaufen. Das heißt, ich laufe quasi einmal ganz außen rum um diesen Minimum Spanning Tree, dann habe ich das doppelte Gewicht. Und so habe ich auch alle Knoten besucht. So, ich war halt habe einmal einen Kreis durch den Graphen gemacht. Deswegen muss dieser optimale Traveling Salesman Weg auch kleiner gleich als das doppelte Gewicht des Minimum Spanning Trees sein. Ja, genau. Dazu ist es halt auch wichtig, dass Abkürzungen die Tour nicht größer machen. So, dann sind wir heute nach einer Dreiviertelstunde schon fertig. Wenn jemand noch Fragen an mich hat, wegen Klausur oder sonst was, könnt ihr gerne noch vorkommen. Ich bleibe noch eine Weile hier. Dann viel Spaß mit dem Übungsblatt.